Bei einer Depression ist es oft ein Zeichen, dass in deinem Körpersystem, in deinem Nervensystem, du irgendwo feststeckst. Also du hast Dinge erlebt, die so überfordernd waren die letzten Jahre. Es kann sein, dass es ein Burnout ist, dass es einfach zu viel war. Viele Menschen sind in einem Überlebensmodus und das jahrelang. Und es hat wieder was mit unseren Gefühlen zu tun. Das heißt, wenn wir jahrelang unsere Gefühle unterdrücken und einfach nur funktionieren. Und in dem System hier, in dem wir leben, das ist ein Scheißsystem, dann sind wir gezwungen zu funktionieren. Im Kindergarten schon, dann in der Schule, dann im Beruf und dann geht's weiter mit Eheleben, Familieleben. Das heißt, was dir helfen kann, ist eine traumasensible Begleitung, ob das ein Therapeut ist, ein Psychologe ist, der traumasensibel ist, der vielleicht auch somatisch arbeitet, also mit dem Körper arbeitet. Das heißt, du wirst begleitet dabei, aus diesem Erstarrungszustand rauszukommen. Also du lernst erstmal Psychoedukation. Was ist Depression? Wie wirkt sich das jetzt in meinem Körper aus und wie komme ich da raus? Das heißt, die ganzen Gefühle, die in dir jetzt erstarrt sind, das ist Depression. Gefühle, die fest erstarrt sind, die nicht fließen, die nicht bewegen, die sich nicht bewegen, die sich auch nicht zeigen, weil das für dein System sonst zu überfordernd wäre. In der Therapie wird daran gearbeitet, dein Window of Tolerance, wie heißt es auf Deutsch, deine Kapazität zu erweitern, Gefühle halten zu können, ohne dass dein System überfordert ist. Und Schritt für Schritt für Schritt kommt man so aus einer Depression raus oder kann man aus einer Depression rauskommen. Ich sage jetzt extra traumasensibel. Ich habe viele Leute, die zu mir kommen, die bei einem Psychologen waren. Ja, ich will nicht über Psychologen lästern, die sind sehr hilfreich, aber es gibt Psychologen, die sind nicht traumasensibel. Die kommen dann und sagen, ja, reiß dich zusammen, anderen geht's schlechter. Die tun ihre Klienten angreifen oder erniedrigen mit dieser Schuldkeule, wo ich sage, ob jemand in 5 Meter ertrinkt und stirbt oder bei 20 Meter Tiefe stirbt und ertrinkt, beides gleich. Wir müssen uns nicht vergleichen. Wenn du Depressionen hast und wenn es dir beschissen geht, dann brauchst du jemanden, der liebevoll an deiner Seite dich begleitet, da wieder rauszukommen. Es gibt mittlerweile traumasensible Therapeuten, die auf Kasse arbeiten. Google das mal Google in deinem Ort, ob du da welche findest, die somatisch arbeiten, die traumasensibel arbeiten. Und dann würde ich mich dort melden. Wenn du nichts findest, würde ich sogar zu einem normalen Therapeuten gehen, aber guck, ob du dich wohlfühlst. Wenn das jemand ist, wo du schon merkst, da kommt Druck, würde ich es lassen.